Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ja, in der letzten Folge. Es war eine dramatische Folge, es war eine heftige Folge. Ich bin immer noch ziemlich mitgenommen. Dex, das sich nähernde Schiff dreht nicht ab. Die Idioten wollen anscheinend an Bord kommen. Die Luftschleusen sind abgeriegelt, also vergeuden Sie nicht Ihre Zeit. Stellen Sie ein Team zusammen und heißen Sie sie im Frachtraum willkommen. Wenn Sie fertig sind, blasen Sie sie durch die Frachtraumtore raus. Captain Price, ja, fehlgeschlagen. Oh. Haben diese Leute hier gemacht? Keine Ahnung. Einverstanden. Ich weiß nur so viel. Wir haben unsere Crew verloren und das ist nicht gut. Okay, hier kommt alles anscheinend klar. Gerade Sekunde noch. Aber von da könnte etwas kommen, deswegen stelle ich euch mal dorthin. Ich gehe in Deckrunden. Alle Luftschleusen abgeriegelt. Ja, dankeschön. Wunderbar ist bin das direkt gemacht. Hinter Ihnen. Direkt hinter Ihnen. Ja, dann bleibt mal hinter mir. Ich denke nicht, dass hier noch jemand ist. Ach, man kann nie wissen. In Ordnung, bestätige. Natürlich sind wir noch. Ja, wo können wir uns jetzt hier am besten verstecken? Nirgendwo. Na toll, geil. Oh, das ist die letzte Mission, die hat mich. Da stecke ich immer noch voll drin, Leute. Es tut mir leid, also. Ich kann mich jetzt noch nicht mal irgendwie aufregen oder so. Das war einfach heftig. Scheiße. Wir haben die ganze Crew verloren. Die gesamte Crew. Bis auf unsere große Hauptcrew, weil die komischerweise mit auf der Mission war. Ach nö, nicht schon wieder alles von vorne. Nein, offensichtlich nicht. Glück gehabt, gut. Puh. Was haben diese Leute hier gemacht? Wir werden es gleich rausfinden, keine Angst. Ja, die Luftschleusen sind alle verriegelt, wunderbarerweise. Ich denke nicht, dass hier noch jemand ist. Wie machen wir das jetzt hier am besten? Genau, bin ich unterwegs. Beide schicken wir einfach mal dahinter. Und ich gehe auch dahinter in Deckung. Wir machen Krummkusch. Er ist einfach umgefallen, ich habe nichts getan. Ich habe sie verwundet. Puh. Ich glaube, nach der Folge werde ich erstmal eine Pause machen. Jakia, haben Sie gesehen, was Sie aus dem Frachtraum gezogen haben? Wenn wir das raufkriegen, leben wir monatelang wie Könige. Sergeant Brutus hat den Weltraum mit nach oben genommen, während Forrest losgezogen ist, um die Codes aus dem Captain des Schiffs rauszupressen. Mit dem möchte ich jetzt wirklich nicht tauschen, Hawkins. Zwei Türen. Und wir werden keine aufkriegen. Abschalten an der Sicherheitskonsole möglich. Und das wird auch auf diese Tür zutreffen. Ihr bleibt mal bitte beide dahinter. Alles das wäre klar, jetzt gerade etwas besser. Denn wenn ich jetzt die Türen öffne, ist eigentlich schon vorher zu sehen, dass gleich da sehr viel rauskommen wird. Joker tut mir voll leid, echt. Das muss hart für ihn sein, mein Gott. Wir haben es geschafft. Was für eine Scheiße. Rechts, links oder geradeaus? Rechts sieht groß aus. Geradeaus sieht lang aus. Links. Sieht auch groß aus. Nehmen wir mal geradeaus. Los! Natürlich, drei Auswahlmöglichkeiten und ich habe wahrscheinlich die falsche gewählt. Mal wieder die richtige. Also für mich die falsche, für euch wäre es die richtige. Komme, bin unterwegs. Dann gehen wir erstmal links und gucken hier. Mach ich unterwegs. Mach ich. Oh, zumindest haben wir da etwas Süßes mit dabei. Sekunde noch. So, was ist denn hier eine Etage höher los? Ich nehme sie mir vor. Hallo? Linke Maustaste? Also ich meine linke Maustaste wollte ihm gerade mal ganz gar nicht. So, jetzt aber hier. In so einem Zustand, glaube ich, sollte man dieses Spiel eigentlich nicht weiterspielen. Was gibt's hier denn noch so zu holen? Erstmal gucken wir auf, was wir in die andere Richtung hätten holen können oder was wir uns erstmal holen. Ich weiß nicht, für wen zum Teufel Sie sich halten. Ja. Kommunikationsportal funktionstüchtig. Ja, wunderbar. Und auf der anderen Seite. Es muss einen Weg da reingeben. Brückensicherheitskontrolle. Nein, also dort müssen wir ganz zum Schluss erstmal hin. Gut, dann können wir erstmal hier den Rest noch untersuchen in Ruhe. Ab und an noch ein paar Gegner erledigen. Bestätige. Bisschen Spaß haben. Wo ist das? Oh,
Experimente wurden hier durchgeführt anscheinend. Ein bisschen Medigel. Hallo, warum zum Teufel hast du jetzt bitte schön die Waffe gewechselt? Habe ich das erlaubt? Oder habe ich es befohlen? Habe ich was verpasst? Oh, Mann, Mann, Mann. Ihr seht schon, mein Shepard ist genauso fertig wie ich selber. Ja. ÜRG-Antrieb bestätigt und mit minderwertigen Teilen repariert. Erhöhtes Risiko eines Totalausfalles. Ja, den habt ihr auch erlitten, so wie es ausschaut. Na komm, ÜRG auf. Dankeschön. Mach ich. Ach, Tali, du bist ein Lichtblick zu diesen schweren Zeiten. Ich glaube, ich brauche dich gleich mal unbedingt bei mir oben, um ein bisschen Spaß zu haben. Bin unterwegs. Bestätige. Hier ist niemand? Aber ich habe doch irgendwas gehört. Maschinenraum, Hauptkontrolle. Hm. Bin bei Ihnen, Shepard. Einverstanden. Seltener Transmitter. Hinter mir irgendwas? Nö, hier ist alles ruhig. Kurz, Achtung, Mann, die Eindringlinge sind immer noch am Leben und kämpfen sich durch das Schiff. Commander Shepard ist bei ihm. Bereiten Sie Ihre Männer auf den Kampf vor. Bortis hat noch einen Trumpf im Ärmel. Er hat den Behälter mit der Beute und wird bestimmt gegen Voralis vorgehen, um ihn für sich zu behalten. Würde mich zumindest nicht überraschen. Betor. Okay, eure Streitereien könnt ihr unter euch ausmachen, hauptsächlich kriegt den Behälter. Lass mich raten, der ÜLG-Antrieb, was? Funktionstüchtig? Okay, ihr werdet doch jetzt bitte nicht so einen Blödsinn vorhaben und hier den ÜLG-Antrieb, der so billig repariert wurde, ist zu benutzen. Verstanden. Ja, gib mir mal Rückendeckung, ich denke, hier werden jetzt gleich ganz viele Gegner rauskommen. Oder? Nein. Hier ist auch tote Hose. Hier ist überall tote Hose. Ich hab das Spiel geglitscht. Hier ist nichts mehr los. Bin unterwegs. Na, dann kommt erstmal wieder mit meinen beiden kleinen, süßen Mäuse. Oh, ist meine Nase sogar ein bisschen zu. Ja, ich stand vorhin den Tränen sogar ein bisschen nahe. Oh, Gegner. Oh, mehrere Gegner. Oh, hey, was wollt ihr denn hier? Armer Kerl. Au, das war ein Treffer. Der hat bestimmt wehgetan. Komm, schieß nochmal auf mich. Ja. Gut, dann wollen wir mal auf die Brücke. Mal schauen, was dort uns erwartet. Nein, was uns dort erwartet. So. Nein, ihr beiden gehört definitiv nicht zusammen, aber ihr beiden. Oh, Maus, Mann, was ist denn heute los, ey? Selbst meine Maus hat's betroffen. Wurde auch von einem Virus befallen. So, dann wollen wir doch mal auf die Kommandobrücke gehen. Wir haben es geschafft. Ja. Verstanden, verstanden. Oh, das war so klar. Natürlich muss hier der ganze Raum voll sein mit Gegnern. Mann. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Na komm. Hallo? Oh, meine Maus, meine Maus, meine Maus. Oh. Alles klar. Bin bei Ihnen, Shepard. Ja, ich glaube, er wollte nur da hinten mal ein bisschen in der Ecke stehen bleiben. Ah. Selbst das Spiel ist fertig. Seht ihr das? Guckt euch das an. Die Gegner haben keinen Bock mehr. Alle sind ein bisschen depressiv und fertig. Wissen nicht mehr wohin und warum. Hinterhalt. Zusammenbleiben. Was? Hinterhalt? Wo siehst du denn hier einen Hinterhalt? Ich sehe hier... Das ist der letzte Eintrag von Captain Jason Bruns, Kommandant der MSV Haumichto. Wenn Sie das hier lesen, sind ich und meine Crew tot. Vor 2 Wochen haben wir auf ein Notsignal reagiert, das sich als Falle der Bruce Sanz entpuppt hat. Wir konnten entkommen, wurden aber schwer beschädigt. Halten Sie sich von den Koordinaten in diesem Log fern. Wenn Sie einen Behälter in unserem Frachtraum finden, dürfen Sie den Inhalt gern behalten. Die Autorisierungscodes befinden sich verschlüsselt in diesem Log. Dechiffrierung des Autorisierungscodes abgeschlossen. Frachtbehälter sicherstellen. Okay, jetzt kommen erste Gegner. Ja, hallo meine kleinen süßen Mäuschen. Aber ihr könnt mir eh nichts entgegensetzen. Tja. So leicht kann man die zerstören. Hallo? 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 Aua? Ach, jetzt kommen noch ein paar kleine Mix. Gut, Leute. Oh,
Der Rest des Schiffes erkunden wir in der nächsten Folge. Ich bin der Lot 1986. Bis dann. Ja.